Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, auch wenn die Tagesordnung jetzt die undankbare Situation gebracht hat, dass dieses Thema in der letzten Rederunde dran ist, ist es doch ein wichtiges Thema, denn das Freiheit- und Einheitsdenkmal ist wichtig für Berlin. Und ich denke, dass nachdem fast eine Generation vergangen ist, seitdem die Friedliche Revolution in der DDR stattgefunden hat und die deutsche Wiedervereinigung stattgefunden hat, dass es hohe Zeit wird, dieses bedeutendste Ereignis der Nachkriegszeit in Deutschland auch angemessen zu würdigen, und zwar mit einem Denkmal. Das hat vielen Dank. Das hat der Bundestag bereits vor 10 Jahren beschlossen, und die CDU-Fraktion bekennt sich auch klar zur Errichtung eines solchen Denkmals, und nun muss auch gehandelt werden. Und in diesem Zusammenhang stellen sich immer wieder 3 Fragen. Die erste Frage ist: Ist Berlin der richtige Standort für dieses Denkmal? Und ich rede hier nicht als Lokalpatriot, wenn ich sage, selbstverständlich. Denn Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands, und Berlin spiegelt auch die Höhen und Tiefen unserer Geschichte wider. Und hier wird in vielen Denkmälern auch der Schattenseiten dieser Geschichte gedacht. Und deshalb ist es auch der Ort der freudigen Anlässe zu gedenken. Das spricht im Übrigen auch nicht gegen die wichtige Rolle, die andere Orte, zum Beispiel Leipzig, im Rahmen der Friedlichen Revolution gespielt haben. Doch ich denke, dass Berlin der einzige legitime Ort ist, wo stellvertretend für das ganze Land einem so umwälzenden Ereignis wie der deutschen Einheit in Freiheit nachvollziehbar gedacht werden kann, meine Damen und Herren. Die zweite Frage, die oft aufgeworfen wird, ist, ob der konkrete Standort einer Schlossfreiheit vor dem Humboldt-Forum der richtige ist. Hierauf eine Antwort zu finden, ist ungleich schwieriger, denn der Standort drängt sich jetzt nicht unbedingt auf. Man könnte ebenso andere für richtig halten und mit guten Gründen vorschlagen. Was für diesen Standort spricht, ist jedoch sicherlich seine zentrale Lage im Herzen unserer Stadt. Und man kann dort auch anknüpfen an das vorher an dieser Stelle errichtete Nationaldenkmal. Dieses entstammte einer völlig anderen Epoche. Das Denkmal war dem ersten Kaiser des Deutschen Reiches der Neuzeit gewidmet. Und obwohl es im Krieg unbeschädigt war, wurde es dann später wie das Stadtschloss aus politischen Gründen beseitigt. Ich möchte die damalige Entscheidung hier heute nicht problematisieren, aber ich denke, dass es, wenn wir dort heute ein Denkmal errichten, welches an Einheit und Freiheit erinnert, dass wir dann eine Leerstelle der Erinnerungskultur mit einem positiven Inhalt füllen können, meine Damen und Herren. Und ich glaube, das ist doch eine tolle Perspektive. Deswegen kann die Antwort auf die Frage, ob dieser Standort der richtige sei, nicht Ja oder Nein lauten, sondern nur folgendermaßen: Dieser Standort ist dafür geeignet. Und allein darauf kommt es, denke ich, an. Jetzt kommen wir zur 3. Frage, die oft aufgeworfen wird. Ist der beschlossene Entwurf der richtige? Und darauf kann es sicherlich der Natur nach heute keine abschließende Antwort geben. Bei ästhetischen Fragen wird man immer unterschiedliche Ansichten haben. Erinnern wir uns an die Diskussion um das Holocaust-Denkmal. Letztendlich war und ist das aber auch nicht unsere Aufgabe hier im Abgeordnetenhaus von Berlin. Der Deutsche Bundestag hat hier ein Verfahren gefunden und das schon vor vielen Jahren abgeschlossen. In einem durchaus mühevollen Prozess hat sich der Vorschlag Bürger in Bewegung, besser bekannt als Einheitswippe bezeichnet, als Sieger hervorgetan. Natürlich hätte es auch eine theoretisch unendlich große Zahl von anderen möglichen Vorschlägen geben können. Und das sage ich auch frank und frei, auch in meiner Partei war und ist der Entwurf nicht unumstritten. Dennoch hat sich hier konkret für diesen Entwurf eine unabhängige Fachjury in einem internationalen Wettbewerb ausgesprochen. Und das war nicht unser Berliner Verfahren. Es war aber auch nicht unsere Berliner Aufgabe, ein Verfahren durchzuführen. Unsere Aufgabe als Berliner Parlamentarier hingegen ist es aber, darauf zu achten und auch darauf zu drängen, dass in unserer Stadt endlich ein Freiheits- und Einheitsdenkmal errichtet wird, meine Damen und Herren. Und deswegen legen wir heute diesen Antrag vor. Und daher höre ich auch die Aussagen der Senatoren Lederer und Lomscher mit großer Sorge, denn beide versuchen, den mühsam wieder Fahrt gewinnenden Zug für eine endliche Realisierung des Denkmals zu stoppen. Jeder auf seine Weise, der eine, wie es seine Art ist, mit Luftschlägen mit dem Florett, die andere, wie es ihre Art ist, mit ihrer ganz eigenen Auslegung der Regularien. Beides ist aber schädlich, und ich finde es höchst bedenklich, wenn sich ausgerechnet Politiker der Linkspartei die Deutungshoheit über ein Denkmal aneignen wollen, welches an die in Freiheit gewonnene Einheit unseres Volkes erinnern soll. Und wir als CDU-Fraktion bekennen uns ausdrücklich zu dem
geschichtlichen Glücksfall der wiedergewonnenen Einheit in Freiheit. Und als CDU-Fraktion bekennen wir uns zum Einheitsdenkmal in Berlin und haben auch die Erwartung eines klaren Bekenntnisses des Berliner Abgeordnetenhauses zu einem Freiheits- und Einheitsdenkmal in unserer Stadt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.